In der Wiener Innenstadt betreibt der plastische Chirurg Jörg Knabel seit 17 Jahren seine Ordination. Eines seiner Spezialgebiete sind Nasenoperationen. Aus diesem Grund möchte sich auch die 24-jährige Kärntnerin Annalisa ihre Nase bei Dr. Knabel operieren lassen. Ich würde mal gerne meine Nase operieren lassen. Und okay. Zwar, ich bin mit dem Höcker da unzufrieden. Ja, okay. Und ein bisschen schmäler hätte ich sie auch gern. Okay, gut. Darf ich sie mal von der Seite sehen? Gut, ja, das kann man gut machen. Ich würde vorschlagen, mach mal einfach ein Foto. Ja? Und wir schauen uns das mal auf der Computeranimation an, damit ich einen Eindruck bekomme, was du dir überhaupt wünschst oder was du nicht möchtest. Mhm. Ja, also, dass wir da mal eine ungefähre Planung machen können. Stell dir da her. Kopf ganz gerade halten, gell? Den Kopf ein bisschen höher, Spur perfekt, ja, wunderbar. Wunderbar. Am meisten stört es mich bei Fotos von der Seite, wenn ich irgendwie so mich von der Seite sehe, dann denke ich mir schon, oje, weg mit dem Foto, und ich würde dann sowas auch zum Beispiel nicht irgendwie posten oder vorher ein bisschen bearbeiten, wie alle schon machen in der heutigen Zeit. Aber gerade von der Seite ist eigentlich so der Hauptpunkt, ja. Konkret überlegen tue ich jetzt seit 2 Jahren ungefähr. Ich war mir nie sicher, eben bei welchem Arzt, bis ich dann eben den Herrn Dr. Knabel gefunden habe, wo ich wirklich ein paar Beispiele dann gesehen habe, wo ich mir gedacht habe, okay, das wird mir wirklich gut gefallen, und deswegen habe ich mich dann auch für ihn entschieden. Es gibt sicher viele, die jetzt einen Höcker haben, die das nicht stört. Das ist ja auch ganz klar. Aber um das geht es ja auch in der kosmetischen Chirurgie, dass man, wenn es zumindest nachvollziehbar ist, hier eine Veränderung bewirken kann. Als Arzt ist man hier gefordert, dass man sagt, okay, das muss technisch so umgesetzt werden, dass der Patient jetzt keinen gesundheitlichen Nachteil hat. Dahingehend geht auch die Beratung. Und wie ich es eh schon angedeutet habe, ich empfehle gerade bei einer Nase, dass das jetzt nicht komplett charakterverändernd für das Gesicht ist. Also da sieht man schon, es gibt ja Gesichtsoperationen, die deutliche Veränderungen sind. Das betrifft jetzt nicht nur die Nase, das können auch Kieferoperationen sein. Das kann für einen Patienten schon eine psychische Problematik dann sein, wenn er auf das nicht wirklich gefasst ist. Und da empfehle ich, dass es doch nahe an dem bleibt, wie man ausschaut. Und sie ist ja ein fesches Mädel. Danke. Ja, und da braucht man ja nicht viel machen. Ich schlage dir vor, ich mache mal da eine Veränderung und du sagst, was du dazu denkst. Ja, passt.